Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir werden heute etwas gigantisch riesiges zusammen vollbringen. Und zwar werde ich heute versuchen, den größten Kaugummi der Welt zu basteln. Auf jeden Fall wirklich, dass man ihn essen kann. Ich habe mir dazu Chewing Gum Kits gekauft. Man braucht dafür nämlich eine Kaugummi-Rohmasse und die kann man irgendwie nirgendwo kaufen, außer in diesen fertigen Packungen hier. Ich habe schon mal den größten Keks der Welt gemacht und auch die größte Zuckerwatte der Welt. Die Videos verlinke ich euch beide eben in der Informationsbox und eins der beiden Videos gibt es auch am Ende. Und außerdem hat der Julian heute auch ein mega lustiges neues Video hochgeladen. Das dürft ihr auch nicht verpassen, steht auch unten in der Infobox und auch in meiner Endcard verlinkt. So, ich packe jetzt mal die Packung hier aus und wir gucken mal, was da überhaupt drin ist. Ich habe mir drei Stück gekauft. Einer soll für 50, also eine Packung soll für 50 Kaugummis reichen. Das heißt, ich habe jetzt Rohmasse für 150 Kaugummis und ich hoffe, dass damit ein sehr großer Kaugummi entstehen kann. Eine Schale. Dann haben wir hier die Kaugummi-Rohmasse. Puderzucker, Traubenaroma und Kirscharoma. Und, was ist das denn? Nein, völlig unnötig. Wir waren jetzt rüber zum Tisch. Da habe ich noch ein paar Sachen aufgebaut, die man so braucht. Werde ich euch jetzt gleich alles zeigen und dann geht's los. Leute, ich bin so mega gespannt. Ich hoffe einfach, dass ich gleich so einen riesengroßen Kaugummi habe. Wir werden sehen, ob es klappt. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Sorry für diesen wunderschönen Tisch, der eigentlich eine Kommode ist. Dieser Mais-Sirup, der ist im Moment noch mega hart und deswegen habe ich ein bisschen Wasser aufgekocht. Ich werde den jetzt in ein bisschen kochendes Wasser hier einlegen quasi, damit er ein bisschen flüssiger wird. Dann habe ich außerdem noch zwei andere Schüsseln. Diese Kaugummi-Rohmasse muss auch flüssig gemacht werden. Ich schütte die jetzt mal hier. Könnt ihr das alles erkennen? Es ist ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, wir kriegen das als Team zusammen hin. Ja, ich muss erst mal kurz zeigen. Okay. Hast du gezeigt, dass du eigentlich vorhast, genau diesen Kaugummi groß zu machen? Nee, habe ich nicht. Ja, genau so ein Kaugummi. Und so hast. Ich habe Alufolie. Der hier wird das gleich, nur 150 mal so groß. Es muss jetzt flüssig gemacht werden in einem Wasserbad, da ich gerade keine Mikrowelle zur Hand habe. Deswegen werde ich jetzt hier die zweite große Schale. Könnt ihr jetzt mal ruhig sein? Entschuldigung. Au! Wasser-Tutorial. Kochende Wasser füllen. Und jetzt werde ich das mal hier reinstellen, ganz vorsichtig. Und gut rühren. Oder würdest du vielleicht die Kamera... Oh, es schmilzt schon! Echt? Warte, ich stelle die Kamera um, okay? Ja. Was schmilzt denn da? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe es mir eingebildet. Was machen wir jetzt, wenn das nicht funktioniert? Ich gehe nicht runter und frage, Entschuldigung, können Sie das mal kurz in Ihrer Mikrowelle schmelzen? Doch, musst du machen. Keine Ahnung warum, es stand hinten drauf, dass man es auch im Wasserbad schmelzen kann, aber hier tut sich einfach gar nichts. Deswegen werde ich jetzt runter zur Rezeption gehen, ach guck mal, mein Nagel, sehr schön, ist abgebrochen, und fragen, ob die meine Kaugummi-Rohmasse in ihrer... Au! Oh, scheiße ist das. Entschuldigung. Haben Sie eine Mikrowelle? Ja. Kann ich da ganz kurz für 30 Sekunden was einpacken? Bitte. Danke sehr. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Geil, Leute, wir haben es geschafft. Wenn das nicht mal eine schöne Kaugummi-Masse ist. Hallo. Okay, Leute, es hat geklappt. Die Kaugummi... Ah, ist das heiß jetzt. Die Kaugummi-Rohmasse ist auf jeden Fall jetzt schön klebrig und flüssig. Ich denke mal... Oh nein, das ist da Wasser reingekommen. Ja, dann tust du aus dem Wasser raus. Ich muss jetzt hier dieses Sirupzeug, was in der Zwischenzeit tatsächlich auch sehr flüssig geworden ist, mit da reinkippen. Möchtest du mir vielleicht helfen, Julia? Machst du da Kaugummi? Oh nein, ja. Oh nein, jetzt hängt der halbe Kaugummi da dran. Oh, guck mal, hier ist voll viel Sirup noch. Geil. Boah, wie das aussieht. Boah, das klebt so hart. Und ich habe voll vergessen zu sagen, ich habe richtig geile pinke Lebensmittelfarbe gekauft. Ah, i! Sorry. Glaubt das nicht. Alles klebt hier fest. Was ist denn das hier? Nein, ah, nein, nicht noch einfallen. Alles klebt an meinem Messer. Ich würde sagen, das ist das Klebrigste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Oh! So, ich habe mir extra im Internet so eine richtig geile, flüssige Lebensmittelfarbe gesucht. Ich habe die bestellt. Ja, aber ich habe sie ausgesucht. Manno! Kannst du bitte dieses Messer befreien? Ich brauche das. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Boah! Okay, also. Boah, riecht das nice. Oh, guck mal, wie schön pink das wird.
Boah, das wird richtig geil. Ja. Ja, hallo, das ist ja wohl wahr. Nee, ich will noch ein bisschen guck mal. Leute, es tut mir leid, dass es so durcheinander ist, das Video. Ich gebe hier echt mein Bestes. Unter beschissenen Umständen, um zu kochen und backen, ja? Ich bin stolz auf dich, dass du hier ein Video drehst. Echt nicht. Jetzt müssen wir die Arbeitsfläche säubern. Sehr gründlich säubern. Und jetzt muss der Puderzucker mit der Masse verknetet werden, Leute. So kann man nicht arbeiten. Soll ich das jetzt einfach hier auf die Kommode kippen? Oh, scheiße, die wird wieder richtig hart. Oh nein, oh nein. Ich sollte mir vielleicht die Hände vorher... Junge, Junge. So, jetzt muss das nämlich alles verknetet werden. Wie soll ich das denn alles verkneten, bitte? Kannst du mir das mal erzählen? Das funktioniert doch vorne und hinten. Ich hätte mehr Farbe benutzt, guck. Oh nein, das hängt alles an der Kommode. Das kriegen wir schon ab. Ey, ich glaube, ich packe den nochmal in eine Mikrowelle, weil der ist echt... Boah, das ist zu hart, Leute. Wieso ist mein Finger so krumm? Heiß! Eis! Heiß! Boah, Alter! Oh nein, jetzt wird er wieder hart. Also jetzt muss geformt werden. Guck mal bitte, wie perfekt er geworden ist. Hier eine Flasche. Oh, Wasser. Scheiße! Scheiße! Nein! Nein! Kippst du das in der Flasche fest? Ja, alles! Unter Stress lässt sich super arbeiten. Ja, Mann. Sehr gut. Monströs, dieser Chewing Gum. Wenn das nicht der größte Kaugummi der Welt wird... Da kann ich auch nicht mehr. Vorsicht. Oh nein, jetzt fängt das wieder an hier zu kriegen. Scheiße, ich hätte noch Puderzucker hier vorne drauf machen. Meine Worte. Das ist genau derselbe Kaugummi, du. Messer, wir brauchen noch schnell. Eine Toilette. Schnell, der Kaugummi wird hart. Ja. Entschuldigung, was ist das denn für bitte ein wundervoller Kaugummi? Pass auf, dass du nicht die Alufolie zerschneidest. Könnt ihr mir mal bitte sagen, wenn das nicht ein großer Kaugummi ist, meine Damen und Herren, dann weiß ich auch nicht. Ey, alle Haare liegen da drauf. Ich will den noch kauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal so lang. Und 1, 2, 3, 4, 5 mal so breit. Also die Proportionen sind nicht ganz gerechtfertigt. Er hätte ein bisschen breiter sein müssen. Aber wie geil sieht der bitte aus? Vorsicht nicht, dass er bricht. Ja. Oh mein Gott, ist das geil. Alter, ich glaube, es wird genauso wie der echte. Das ist so geil. So, pass auf. Also so. Und jetzt klappen wir das hier rüber. Und hier diese, wahrscheinlich könnt ihr es gar nicht sehen, hier sind so Zickzack-Teile. Und die werde ich jetzt mal hier reinschneiden. Alter, das sieht so echt aus. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Das ist ein normaler Kaugummi versus dem größten Kaugummi der Welt. Alter, das ist so krass. Zieht euch mal bitte rein, wie groß der ist. Hallo, ich bin der Julian. Entschuldigung. Ich packe ihn aus. Richtig unnötig, dass ich ihn jetzt eingepackt habe und direkt wieder auspacke. Aber das gehört dazu. Der riecht nach Kaugummi. Okay, ich bin gespannt. Oh! Alter. Ich will auch einmal beißen. Nein, das ist mein Kaugummi. Ich will einmal beißen. Ja, ich merke wie das Originale. Mega geil. Oha! Ich will auch mal arbeiten. Ich will auch. Das ist so lecker. Oh, geil. Es ist einfach ein ganz normaler Kirschkaugummi. Darf ich mal in die Schule gehen? Da wirst du aber gejagt. Boah, ich glaube, dann bist du der Held in der Schule. Ja. Jeder will immer Kaugummis haben und keiner hat Bock, seine Kaugummis abzugeben. Ja, da können locker 100 Leute abbeißen. Jetzt schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr gedacht hättet, dass das so geil wird. Ich bin überglücklich, dass es so funktioniert hat. Vor allem, weil es ja ein bisschen chaotisch gestartet hat. Wenn ihr wollt, dass ich mehr so mega große Sachen mache und wenn ihr vielleicht Ideen dazu habt, schreibt mir das auch unbedingt in die Kommentare und zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und sonst verlinke ich euch jetzt natürlich Julians Video hier. Das ist ganz neu und wirklich mega lustig geworden. Er hat sich Aufgaben gestellt, wovon ihr gesagt habt, die kann er auf keinen Fall schaffen. Hier verlinke ich, wie ich die größte Zuckerwatte der Welt gemacht habe. Da ist so viel schief gelaufen. Das Video ist richtig geil geworden. Und in der Infobox gibt es auch noch den größten Keks der Welt. Das war's. Danke fürs Einschalten. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und jetzt schaut alle hier bei Julian vorbei. Eine Frage noch.
Ja. Brauchst du heute noch viel Kaugummi? Ja.